auch bin, ich werde kein Wort von dem glauben, was Sephiroth sagt. Es stimmt schon, ich weiß manchmal nicht genau, wer ich bin. In meiner Erinnerung herrscht einiges an Chaos, aber tiefer. Und du sagtest, lang nicht gesehen, Cloud, nicht wahr? Diese Worte werden mich immer aufrechterhalten. Ich bin es, mit dem du aufgewachsen bist. Ich bin Cloud von Nibelheim. Wie sehr auch immer ich den Glauben an mich selbst verliere, das ist die Wahrheit. Daher darfst du keine solche Angst haben. Egal, was die anderen sagen, wichtig ist nur dein Standpunkt. Nein, das ist nicht wahr, Cloud. Was ist nicht wahr? Bin ich nicht der Cloud, mit dem du aufgewachsen bist? Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Cloud, ich brauche Zeit. Lass mir ein wenig Zeit. Cloud, gib Tifa nicht die Schuld. Die Fähigkeit, das Aussehen, die Stimme und seine Worte zu ändern, kommt von Jenova. In deinem Innern wurde Jenova mit Tifas Erinnerungen verschmolzen. Und so wurdest du erschaffen. Die Kinder in Tifas Erinnerungen. Ein Junge mit dem Namen Cloud mag darunter gewesen sein. Cloud, bitte, denk jetzt nicht nach. Haha, denk nach, Cloud. Cloud? Oh, entschuldige, du hattest nie einen Namen. Halt den Mund, Sephiroth. Du verstehst immer noch nicht? Dann... Och, da lacht er wieder. Erinnerst du dich an das Foto, das wir vor unserer Abreise zu den Nibelbergen machten? Tifa, du erinnerst dich doch. Aber er kann das auf keinen Fall herausfinden. Und was ist mit dem Bild passiert? Ist es das? Möchtest du es sehen? Es ist ziemlich gut geworden. Cloud, nicht! Ich müsste auf dem Bild sein, aber wenn ich nicht drauf bin, macht nichts. Das ist nur eine Scheinwelt, die Sephiroth geschaffen hat. Natürlich ist er nicht drauf. Es ist dieser Schwarzhaarige. Mit Tifa und Sephiroth. Little Tifa. Tifa Junior. Wie ich's mir dachte. Das Bild ist eine Fälschung. Die Wahrheit ist in meiner Erinnerung. Vor 5 Jahren kam ich nach Nibelheim zurück, um den Reaktor zu inspizieren. Ich war 16. Die Stadt hatte sich nicht verändert. Was tat ich? Ach ja. Ich blieb über Nacht und ging dann zum Reaktor in den Nibelbergen. Ich war aufgeregt. Das war nämlich meine erste Mission, seit ich erste Klasse in Soldat geworden war. Soldat? Erste Klasse? Warum bin ich Soldat beigetreten? Wie wird man Mitglied bei Soldat? Warum kann ich mich nicht erinnern? Ah ja. Ich musste mich nicht sorgen, weil ich... Cloud? Komm tiefer, alles in Ordnung. Ja, das wird schon ziemlich schräg, was da alles los ist mit Clouds Erinnerungen und so, ne? Wow, das ist erstaunlich! Das ist eine große Kristallwand. Es ist alles Substanz! Das Äußere ist reich an Makroenergie. Das Innere ist eine Schatzkiste voller Substanz. Das ist wirklich das verheißene Land. Das verheißene Land gibt es nicht. Eine Legende, ein armes Märchen. Es ist absolut lächerlich. Hojo, du bist ein Miesepeter. Du machst immer die Stimmung kaputt. Alles ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht wundervoll? Dieser Starrsinn macht dich zu einem zweiklassigen Wissenschaftler. Was ist los? Es kommt von innerhalb der Mauer. Irgendwas ist da drin. Es bewegt sich. Ein Auge! Weapon! Daran gibt es also wirklich... Ich habe nicht daran geglaubt. Was bedeutet das? Eine Waffe. Monster, die vom Planeten geschaffen wurden. Es erscheint, wenn der Planet in Gefahr ist und zwingt alles in einen Zustand des Nichts. So stand es in einem Bericht von Professor Gast. Ich habe diesen Bericht nie gelesen. Wo ist der?
Hier. Er hat an seinen Kopf getippt. Du behältst eine Menge für dich. Ich frage mich, wo Cloud und die anderen sind. Es ist kaum zu glauben, dass so ein kleines bisschen schwarze Substanz den gesamten Planeten zerstören kann. Hoppla. Was zum... Seid ihr alle okay? Was ist los? Wo sind wir? Lasst mich nicht allein! Red X, du bist hier! Ich bin so froh! Tiefer! Irgendwas stimmt nicht. Warum ist es plötzlich dunkel? Und wo sind alle anderen? Alle warten! Cloud ist in Schwierigkeiten! Bitte komm, hilf uns! Da drüben! Oh, okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe, wenn du es befiehlst. Hehe, und vergiss nicht. Die schwarze Substanz. Tada. Tja. Da wäre selbst David Copperfield neidisch. Herr Präsident, mir gefällt dieser Ort irgendwie nicht. Vielleicht sollten wir jetzt zum Schiff zurückgehen. Wir müssen uns sowieso für unsere Untersuchung vorbereiten. Hoppla! Wo kommen wir denn jetzt her? Hey, woher kommst du? Weiß nicht. Hier wird es ganz schön schlimm hergehen. Überlass mir besser die Dinge und verschwinde von hier, solange ihr noch könnt. Dir die Dinge überlassen? Ich verstehe nicht ganz. Hier ist es, wo die Vereinigung stattfindet. Wo alles anfängt und endet. Cloud! Hier bin ich! Wir sind gekommen, um dir zu helfen, Cloud! Nein, ich kann mich nicht bewegen. Nein, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Das ist bewusst so langsam gemacht. Genieß die Spannung. Und die Musik. Danke, Red X. Wo ist die schwarze Substanz? Cloud! Sie ist sicher, ich hab sie. Ich werde sie übernehmen. Gib mir die schwarze Substanz. Du kannst meine Stimme nicht hören? Alles in Ordnung mit dir, Cloud? Dann hier bitte. Ich hatte ein paar Bedenken, das bei mir zu haben. Nein, nicht. Bitte hör auf, Cloud. Danke. Überlass den Rest mir. Na los, die schwarze Substanz. Warte bitte. Nur noch einen Moment. Ich möchte euch allen danken und tut mir leid. Besonders du, Tiefe. Tut mir wirklich leid. Du warst so gut zu mir und alles. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin dem Ruf des Cloud nie gerecht geworden. Vielleicht wirst du eines Tages den wahren Cloud kennenlernen. Haha, das ist perfekt. Das bedeutet, dass mein Experiment ein voller Erfolg war. Welche Nummer hattest du? Hä? Wo ist deine Tätowierung? Hojo, ich habe keine Nummer. Ich habe keine bekommen, weil du dachtest, das Experiment mit mir sei fehlgeschlagen. Was zum Teufel? Du meinst, nur Nieten schaffen es bisher her? Professor, bitte, gib mir eine Nummer. Bitte, Professor. Halt den Mund, du elender Fehlschlag! Wow! Wer war das? Er ist ein Sephiroth-Klon. Den ich kreierte, als der richtige Sephiroth vor 5 Jahren starb. Die Innovazellen und Marco, meine Fähigkeiten und Kenntnisse und die Wissenschaft und Natur haben diesen Sephiroth-Klon zum Leben erweckt.
Der Gedanke, dass es ein Fehlschlag war, gefällt mir nicht. Aber die Theorie von der Vereinigung von Genova ist bewiesen. Denn auch wenn Genovas Körper zerstückelt ist, wird er eines Tages wieder eins werden. Dies ist die Vereinigung der Genova. Ich habe darauf gewartet, dass die Vereinigung beginnt. Es sind 5 Jahre vergangen, doch jetzt kehren die Klone zurück. Ich dachte, die Klone würden sich in Midgar sammeln, wo sich Genova befand. Doch meine Berechnungen waren nicht ganz korrekt, denn Genova hat sich selbst vom Shinra-Gebäude entfernt. Ja, Cloud hängt der Kopf über am Baum. Aber ich bin ein Genie und habe es da schnell gemerkt. Es war alles Sephiroths Tun. Sephiroth ist nicht damit zufrieden, seinen Willen in den Lebensstrom zu leiten. Er wollte auch die Klone selbst manipulieren. Ja, so hat es angefangen. Ich fragte mich, wohin die Klone gingen, aber ich habe es nie herausfinden können. Ich fand es auch nie heraus. Was ich allerdings wusste, ist, dass Sephiroth sich an ihrem Ziel befinden würde. Ich habe Sephiroth nicht verfolgt. Ich wurde von Sephiroth gerufen. Die gesamte Wut und der Hass, den ich für ihn fühlte, machten es mir unmöglich, ihn zu vergessen. Das und was er mir gegeben hat. Sephiroth, Sephiroth, ich bin hier und ich bringe dir schwarze Substanz mit. Zeige dich, wo bist du? Ach ja, jetzt darf ich mich bewegen. Doch nicht. Na gut. Sephiroth, jetzt treffen wir uns also endlich wieder. Das ist der wahre Sephiroth. In Substanz eingeschlossen. Hast du gesehen? Es ist Sephiroth. Er ist also doch hier. Das ist perfekt. Genovas Vereinigung und Sephiroths Wille. Sie werden nicht in den Lebensstrom gehalten, sondern hier gesammelt werden. Worüber freust du dich so, Professor? Du weißt, was das bedeutet, oder? Cloud hat die schwarze Substanz. Sephiroth wird Meteor rufen. Jeder Einzelne wird sterben. Was auch immer ich jetzt sage, zu wenig, zu spät. Wir müssen evakuieren. Ich will, dass ihr alle mit mir kommt. Ich möchte noch viel mehr hören. Immerhin steht Cloud jetzt wieder gerade. Nicht mehr über Kopf. Cloud, nein! Halt, bitte! Ja? Cloud! Sind Weapons. Es gibt mehrere. Einer ist gerade fortgeflogen. Den einen hat wir klettern sehen. Das ist ein weiterer. Der dritte also. Oh, und der Säbel hat uns fast das Schiff weg. So, einer ist weg. Und 4 sind noch im Krater. 1, 2, 3, 4. Alle 5 tauchen wieder auf. Sag ich mal so. Aber wir sind fort. Mit Ausnahme von Cloud. Der ist noch im Krater geblieben. Der war ja bei Sephiroth.